Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Ja, in der heutigen Folge wollen wir mal anfangen, unser Restaurant zu bauen. Ich hoffe, dass ich auch die ganzen Materialien schon mal wenigstens soweit da habe, dass ich sie verwenden kann. Okay, hat er gleich ein wenig höher gemacht. Wundert mich nur gerade. Okay, er hat vergessen, Automationen reinzubauen, weil wir haben sie abgebaut gehabt. So, ich habe mir jetzt da schon mal sozusagen was rausgesucht. Das werden wir jetzt laden. Dann werden wir das auch die richtige Position hinmachen und das Ding wird aber nicht so ausschauen, wie wir es jetzt sehen, sondern ähnlich. Das heißt, es werden ein paar kleine Anpassungen kommen. So, wir machen jetzt erst als erstes mal dann. So, dann haben wir hier schon mal das Richtige. Dann heißt es jetzt mal, es wird gleich rotated. Dann haben wir schon mal für mich selber gesagt, es geht auf jeden Fall einen nach drüben. Und es geht einen nach unten. So, das heißt, da hätten wir auch nicht auch noch einen Eingang. Muss ich mir das mal schnell anschauen von innen. So wird es mal irgendwann von innen ausschauen. Okay, da ist die Küche. Da geht es auch wieder ins Restaurant. Nett, nett. Wenn hier ein Eingang ist, ne, muss es, glaube ich, dann spiegeln, wenn ich es baue. Dass der Eingang auf der anderen Seite noch ist. Wobei überhaupt kein Eingang. Weiß ich nicht. So, wir machen mal schnell F9 an. Weil das ist nämlich das andere Problem, was ich habe. Man sieht es nämlich, das ist nämlich mir 4 Blöcke zu lang. Wir machen jetzt auf jeden Fall nochmal einen nach drüben. Das sind jetzt schon mal 3. Dann wären es jetzt sogar 5 Blöcke zu lang. Ja, und da muss ich halt ein bisschen was verkleinern. Wenn ich jetzt halt die 2 lasse, ja, das lasse ich, das mache ich jetzt so. Aber wenn ich das wirklich spiegel, habe ich hier einen Eingang drüben, wie gesagt, da kann ich auch rausgehen, weil dann macht es auch Sinn, weil auf der anderen Seite werden auch Metzger und Bäcker irgendwann noch sein. Beziehungsweise ich glaube nur noch einer von beiden, weil ich das andere nämlich komplett einheimse. Ja, sehr schön. Hervorragend. Gut, dann heißt es jetzt, wir gehen wieder einen zurück. So, und was ich auf jeden Fall machen kann, ich kann das Ding erstmal nach hinten schieben. Aber was ich nämlich teilweise dann sozusagen verliere, weil ich es schmäler mache, werde ich sozusagen vorne noch eine Terrasse dann irgendwann hinbauen. Und das heißt, ich werde es auf jeden Fall mindestens bis hier hinter schieben. So, machen wir es jetzt schon mal so. Weil so habe ich dann hier eine Glasfront und da eine Glasfront und schaut es auf jeden Fall mal viel freundlicher aus. Dann hat man auf jeden Fall was davon. Ja, und jetzt sind es nämlich jetzt genau 4 mehr. Das heißt, ich muss einfach nur 2 da abknapsen und 2 da abknapsen, dann ist alles wieder gut. Auf jeden Fall angenehmer. So, aber wie gesagt, ich muss mir jetzt nochmal das alles anschauen. Also das wird irgendwann mal das Gebäude werden oder so ähnlich. Ja, also hier hätte ich gesagt, können wir es so machen. Die Vorderfront wird aber ein bisschen anders ausschauen, weil da gefällt mir zum Beispiel das hier ganz gut, dass das sozusagen etwas raustritt. Okay, das haben wir hier auch. Oh, okay. Habe ich doch nicht so viel zu bemängeln. Auch nicht schlecht. So, mein Bienen-Alizer kann ich gleich mal vorne in die Kiste schmeißen. Aber wie gesagt, wir haben mittlerweile halt leider festgestellt, dadurch, dass wir jetzt ja zu dritt sind, bei uns geht Essen drauf wie nochmal was und das wird halt das Gebäude dann sein, wo die gesamten Essen zubereitet werden.
Wie gesagt, Metzgerei, weiß ich noch nicht, Bäckerei wird es auf jeden Fall auch geben. Die wird aber gleich dann dran angeschlossen. Wird es dann so einen Seiteneingang geben, so ähnlich wie hier. Und ja. Okay, das heißt, wir machen jetzt als erstes mal die Layer an. Und ich gehe jetzt erst einmal da durch und reiße das alles weg, weil das kennt ihr ja. Bei mir steht nichts auf Erde. Bei mir steht es auf Platten. Und Wolle, wie gesagt, also dann werde ich höchstens einen Teppich reinmachen, aber nicht komplett das aus Wolle herstellen, weil müsste ich jetzt noch einen Schafstall machen, dass ich die genügend Wolle produzieren kann. Also ich hätte gesagt, wir machen eine Umrahmung auf jeden Fall aus Marvel. Finde ich ganz hübsch. Und wie gesagt, vorne kommt dann auch noch ein kleines so, ja, so ein Außensitzbereich hin. Wie gesagt, da werden wir ja dann mit Bibliocraft arbeiten und nicht mit Vanilla, weil da können wir uns richtig hinsetzen. Und ja, das Ding wird auch noch unterteilt, weil da kommt natürlich auch noch eine vernünftige Bar rein, weil es muss man auch mal feiern oder andere schöne Sachen machen. Und das muss natürlich auch da drin stattfinden. Also der Alkohol und der Saftausschank, also das gibt es hier dann alles. Das ist dann all in one. Restaurant, Hotel, whatever. Ja, ich schaue mir das für die, die wo neu dabei sind, für die anderen werden es wissen. Ich schaue mir immer wieder an, was einige halt sich so ausgedacht haben. Schaue mir die Ideen an. Meistens lade ich mir auch die Schematik dann runter und dann werde ich dann mal das für mich abändern. Und wenn ich dann mit allem soweit fertig bin, bis jetzt habe ich ja noch leider kein Gebäude. Das Wasserwerk, ja, nee, das Wasserwerk ist fast fertig. Als Schematik dann mal irgendwann auch zur Verfügung stellen, werde ich aber auch Bescheid geben. Beziehungsweise irgendwann wird es dann im Discord einen Bereich geben, wo es man das sieht. Ja, und für die, die wo es noch nicht wussten, ja, wir haben einen Discord. Könnt ihr auch vorbeikommen. Müsste der Link eigentlich in der Beschreibung stehen. Falls es nicht so sein sollte, mir gleich in die Kommentare Bescheid geben, dann ist er die nächsten Male drin. Aber ich glaube, ich habe ihn eingetragen. Wie gesagt, könnt ihr gern vorbeikommen. Kann man auch ein bisschen schnacken. Dachte, TS gibt es auch. Aber da bin ich meistens im, weil halt bei mir die Zeit mittlerweile knapper ist. Nicht so häufig im Bereich für jeden zugänglich ist, sondern im Spezialbereich sozusagen, die halt auch ein bisschen was für den Server dazugeben. Aber das ist was anderes. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal die Fläche ausgehoben. Wie gesagt, kommt dann irgendwann noch eine vernünftige Holzterrasse hin. Links, rechts, vielleicht sogar so eine kleine Eisdiele noch mit davor. Das werden wir jetzt dann alle sehen. So, dann habe ich jetzt schon mal auf jeden Fall den Stein. Dann machen wir schon mal den Stone Panel draus. Und dann wird jetzt als allererstes mal der Rand gelegt. Und da mache ich aber natürlich auch nur da, ne, wo Erde ist und kein Gras ist oder Glas ist. Wie gesagt, ja, was natürlich klar ist, wenn ich dann Schematik mache, das ist natürlich auf das GT-Pack ausgelegt, das momentan aktuell ist. Falls dann natürlich mal irgendwann Versionen erscheinen sollten, man weiß ja nie, wo zum Beispiel Blöcke draußen sind, das werde ich dann natürlich auch dann über kurz oder lang dann anpassen und wieder zur Verfügung stellen. Das ist klar.
So, jetzt habe ich natürlich fleißig gebaut, ne, und bin jetzt weit über den Rand drüber. Muss ich nochmal auf jeden Fall die Layers ausmachen. Sieht man es ja hier ganz gut. Aber ich sage mal, diesen Raum hier einfach mal um 4 zu verkleinern, ist kein Problem. Dann macht man eine Tischreihe weniger. Ja, genau, da habe ich hier hinten, hätte ich jetzt zum Beispiel einen Bereich, da kann man ja bis zum Fenster gehen, wenn ich dasselbe auch drüben habe. Schauen wir mal. Dann mache ich es da halt auch so. Ja. Ah, nö. Ja, dann haben wir schon alles. Dann heißt das jetzt für mich, ich muss jetzt einfach nur diese vier, hier wo die Fenster sozusagen bereit sind, einfach nach drüben schieben. Dann schauen wir uns das nochmal jetzt genauer an. So, da ist jetzt sozusagen das Glas. Genau, und dann haben wir hier auch unseren Bereich, wo wir. Ah, okay. Nee, da kann ich nichts mehr schieben, weil das sind wir schon am Fenster. Dann habe ich mich hier hundertprozentig auch getäuscht, ne? Ja, genau. Ja, doch. Hier haben wir zwei. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dachte, verkleinern. Verkleinern ist jetzt kein Problem. So, F9, F9. Ich müsste eigentlich müsste ich es nur um 3 verkleinern. Und wenn es ein bisschen drüber ragt, wisst ihr was, dann machen wir es jetzt einfach nur um 2 kleiner. Ja, wobei 2 kleiner schaut ein bisschen doof aus, ne? Aber das ist jetzt hier 3. Ich muss mir das nochmal genauer anschauen. Sekunde. Wie gesagt, da gibt es halt nicht. Wenn es um 2 auf jeden Fall verkleinern. Ach, wisst ihr was? Ich mir halt was anderes hier überlegen. Da kommt halt so eine Eckbäckerei hin. Kann ich ja hier dann teilweise anschließen. Hier habe ich halt dann kein Grüngemüse. Da kann ich das direkt dran bauen. Scheibenkleister drauf. Also, das bleibt von der Größe her so, wie es ist. Okay. Habe mich jetzt in kürzester Zeit selber widersprochen, aber ist nicht so schlimm. Da muss ich nichts Großartiges umrechnen. Da brauche ich die Küche nicht verschieben. Ja, doch, die Küche. Ja, scheiße. Nein, kann ich nie machen. Ich muss mir aber was anfallen lassen, wie ich dem Eingang da drüben. Vielleicht mache ich den Eingang dann dahin. Jetzt muss ich mir das doch nochmal anschauen. Verdammt. Da muss ich aber irgendwas vergessen. Ja, da habe ich nämlich hier so einen Eingangsbereich. Aber den Eingangsbereich, den habe ich ja auf der anderen Seite sowas auch? Muss gucken. Aber wenn ja, ja, da habe ich nur den Bereich hier. Also der wäre dann sozusagen gleich. Ja, dann mache ich das ganz einfach. Dann mache ich das hier zu. Also, oder beziehungsweise ich lasse das auch so, wie es jetzt ist. Und auf der anderen Seite wird halt dann eine Tür, auch hier eine Wand hochgezogen. Genau, das haben wir dann hier. Dann mache ich jetzt notfalls erst einmal den Stein dahin. Schauen wir das auch gleich nochmal an.
Okay. So, ne, hier ist der Stein, alles klar, dann gehen wir hier rüber. Dann gehe ich hier nach außen. Dann ist das gut so. Passt. Geritzt, dann heißt, ich habe hinten meine Fensterfront. Das heißt, man kann da auch ein wenig in dieses Wasserkraftwerk reingucken. Oder nein, Wasserwerk reingucken. Kraftwerk ist es nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, warum ist das hier ein anderer Stein? Weiß keiner. Gut, weg. So, jetzt habe ich aber keine mehr. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall nochmal Steine, weil das Gelände gleich wir richtig schnell hochziehen. Wie gesagt, das werde ich auch teilweise so machen. Dass wir halt dann auch unterschiedliche Bereiche machen. Wo ich jetzt halt zum Beispiel sage, okay, das ist jetzt halt dann ein Bereich, da ist mehr Bar, der andere Bereich ist mehr Restaurant, dann haben wir ja zwei Stockwerke, das haben wir ja auch. So, nochmal schnell alle Layer angucken. Ein paar Sachen sind auch komplett in dem Ding falsch, klar, weil es natürlich mit dem neuesten gemacht worden haben wir ja nicht. Wir gondeln ja noch mit der alten Version rum. Sehr schwachsinnig, das. Auf komplett 1,12 oder 1,16 oder so, wie es auch immer war, zu verwenden. So, muss halt immer wieder mal bei den Bienen vorbeigucken. So, du bist eine Meadows Common. Was haben wir hier? Eine Forest Meadows und eine Meadows Forest. So, das heißt jetzt für mich, da probiere ich jetzt natürlich die Meadows reinzukriegen, dass ich es halt, ich brauche halt eine reinrassige Kammen. Oder irgendwas mit Lepo, Leop, whatever. Weil das ist ja unser zweites Problem von der Zeit her. Wir können, ja, wir haben nur noch kurz Zeit, aber wir haben eigentlich nicht genügend Bienen. Ich gehe mal schnell was essen. Da drin. Habe zwar momentan nichts dagegen, wenn auch da draußen mal ein paar Bösewichte spawnen, aber wenn wir es gerade bauen, wäre es ein bisschen hinderlich. So, da strömen auf jeden Fall noch Bienen raus. Das ist gut. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt halt schauen, dass wir das halt pushen, dass wir das hinkriegen, dass das weggeht. Ich weiß, wir könnten uns jetzt Frames bauen. Bin mir halt nicht sicher, wie teuer das die sind. Weil ich habe schon auf jeden Fall gemerkt, dass wir
dadurch, dass wir jetzt zur HV kommen, dass ich ein so großes Ding aufmacht. Okay, das Soul Frame ist nicht da drin. Dann wird er auch in Soundcraft sein. Muss ich auch die ganzen Bienensachen erforschen. Okay. Vielleicht ist er dann da auch mit dabei. Ja, wie gesagt, das ist so ein großes, heißt Beanie ist mit offen, mit extra Bees. Das, was dann ab HV möglich ist. Und ja, dann geht es auch mit der Raumfahrt los. Da wurde ich auch schon gefragt, ob, wie ich das machen will. Also ich habe da natürlich schon ein bisschen so vor, ne, dass das halt dass da auf jeden Fall eine kleine Weltraumstation hinkommt. Und die eigentlich sozusagen auf der anderen Seite vom Lager stattfinden soll. Weil wir ja sozusagen ja auch dann halt den ganzen Käse haben mit Benzin und so weiter und so fort. Und Raffinerie, habt ihr gesehen, ist ja hier. Chemiewerk ist dann sozusagen ja auch in der Nähe. Und da müssen wir das halt auch machen. So. Werde ich jetzt natürlich nicht alles in einer Aufnahme schaffen. Das ist klar. Das heißt, das wird mehrere Bauabschnitte wieder geben. Aber diesmal werden wir das Ding fertig bauen. Und nicht wie beim anderen Zeug, ne? Bei den. Es wird jetzt auf jeden Fall erstmal in der nächsten Zeit einige Baufolgen geben. Das kann ich jetzt schon sagen. Habt ihr aber nichts dagegen. Weil wie gesagt, wir wollen jetzt die Erzverarbeitung demnächst anwerfen. Die ist halt momentan zu halb automatisiert. Wir müssen auf jeden Fall die Stromversorgung verbessern. Dass wir halt auch noch den ganzen Käse antreiben können, wie gesagt, und da müssen wir jetzt dann schauen, dass wir Material herkriegen und auch richtig Gummi geben können. Und dann heißt es ja, das muss gebaut werden, dann wie gesagt, ich muss das obere Stockwerk draufziehen vom Kraftwerk. Dass wir da auch alles machen können. Dann soll der Kuhstall noch fertig werden. Wir müssen mal vorne an der Mauer weiterbauen. Weil das fehlt natürlich auch noch. Da habe ich schon gesagt, das ist das Schlimme, dass ich da überhaupt nichts mehr gemacht habe, seit ich nach hinten gegangen bin. Das vorne komplett vernachlässigen. Ja, Dungeon geklärt haben wir ja Gott sei Dank. Ging mir fast schon zu schnell. Aber da müssen wir ja natürlich auch noch rein, weil wir brauchen natürlich auch noch irgendwann den Enderspawner. Dann müssen wir jetzt natürlich auch irgendwann anfangen, dass wir sagen, aber ne, ihr seht ja gerade, ich habe hier zwei Fleißige dabei. Die hauen da jetzt gerade wie die Weltmeister das ganze Material raus. Wir sind schon komplett unten. Das heißt, jetzt fehlt nur noch dieser kleine Abschnitt. Ja, komplett, und sobald ich halt das alles weg habe, können wir halt auch die nächsten Sachen bauen. Und wie gesagt, und wenn die Verarbeitung auf jeden Fall steht, dann wird sich ja auch alles viel mehr da drüben nach drüben verlagern. Und dann wird das hier auch kleiner werden, weil dann wird hier nur noch so ein kleiner Crafting-Raum sein. Wo dann auch, wie gesagt, die ganzen Sachen nur noch drin sind. So, ich müsste jetzt eigentlich, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, den kompletten Unterboden fertig haben. Das heißt, wir bauen mal den ersten Layer. Ah, okay. Die bauen das jetzt alles auf Stein und Wolle auf. Das will ich natürlich nicht. Jetzt muss ich mir das nochmal komplett angucken. Ah, die haben da einen Baum mit reingemacht. Ja, nee, aber wie gesagt, ich finde die Aktion hier finde ich richtig cool.
Kann nur sein, dass das bei mir größer wird, weil hier kommt eine Doppeltür rein. Hier wird auch eine Doppeltür reinkommen. Das heißt, der wird einen größer werden. Werden wir alles sehen. Dann haben wir hier einen Toilettenbereich. Und wir haben jetzt da immer kleine Tische, ne? Ja, wir haben hier einer Tische. Ja, finde ich auch nicht schlecht, ne? Also, dass die das immer haben, so gemacht haben, aber ist natürlich bescheuert oder beschissen, weil, wenn man mal in der Gastronomie gearbeitet hat, man baut die Tische immer auf, ne? Dass man als Bedienung einmal lang eine Linie läuft und nicht tausend Linien irgendwo hinstolziert und hingaloppieren muss, weil dann wirst du nämlich irre. So, dann heißt es jetzt für mich, ich hole jetzt mal schnell ein bisschen Marble. Weil das wird nämlich unser Randstein sozusagen. Ja, das heißt, ich mache das mit dem da. Und auch innen drin wird, wie gesagt, der Hauptweg wird zum Beispiel aus Marble sein. Und jetzt brauche ich aus dem da ein Scaffold, weil ich muss natürlich auch nach oben. Ah, sehr schön. Passt. Und so muss ich das natürlich auch aufbauen. Na, da gibt es keinen Stein hier, sondern das ist dann das Nike Marble. Ja, die haben hier Quarz, glaube ich, genommen. Wobei der obere, also der oberste Stein geht mir am Ast vorbei. Das wird ganz einfach wie beim anderen. Nur, wir sind ein sehr modernes Restaurant. Wir werden das ökologisch bauen. Ja, und ökologisch bauen heißt, richtig, wir bauen ein Grasdach. Da kommt dann ein Grasdach drauf. Muss ich mir dann irgendwann mal noch mal mehr Scaffolds bauen, weil muss ja auch irgendwo immer wieder. Okay, ich kann den Turm immer wieder abreißen. Sehr schön, Hammer. Und gib ihm. Hoffe, dass ich jetzt alles soweit aufgesammelt habe. Dann machen wir das auch gleich wieder hier. Dieses Mal haben wir es aber andersrum gemacht, dann bin ich nicht erst nach oben, habe mich daneben gebaut, sondern über die Scaffolds gleich gearbeitet. Zwei fehlen noch, einer fehlt noch. Alle haben wir. So, und dann heißt es jetzt der letzte Hammer. Der letzte Hammer. Das nächste Schüsseln. Wir gehen wieder nach oben. Ja, wenn ich jetzt halt genügend Scaffolds hätte, na, dann wäre das jetzt auch kein Problem. Da würde ich jetzt einfach nur die vier Türme bauen. Und dann sogar noch eine Umrandung hinsetzen. So, dann hätte ich gesagt, machen wir das hier auf jeden Fall auch so. Jetzt muss ich das mal wieder auf All machen.
Doch, ich habe gesagt, den Gang mache ich auf jeden Fall, aber es wird bestimmt ein anderer Marvel-Boden sein. Okay. Ja, das muss ich mir noch überlegen, ob ich das so mache. Hier ist es auf jeden Fall so. Und wenn ich jetzt sage, bitte mal ausschalten, danke. Das richtig hier drunter. Oh. Alles klar. Bin gar nicht böse, dass der hier jetzt gerade gespawnt ist. Muss jetzt nur schnell sein. Dann kann ich seinen Kumpel nämlich auch gleich noch mit reinschmeißen. Dumm. Jawohl. Bin ja in der Nähe. Andere ist noch da. Machen wir den auch gleich. Sehr schön. Und erst wenn der eine gestorben ist, dann kommt der zweite rein. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht weit genug weg war, dass der andere sich raus verschwunden ist. Habe noch nie probiert gehabt. Lalalala. 1375. Und wir haben wieder Liquid Ender. Also Enderperlen. Das ist ja das super. Also dass die zwei Kameraden da gespawnt sind, war super jetzt gerade. Ja. Monster nearby muss erstmal sterben. Und dieses Monster nearby auch. Der hat gerade auf mich geschossen. Denkt mir gerade, wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Aber hier gibt es halt so viele Special Mobs und whatever. Das ist halt, ja, was willst du dagegen machen? Ja, da kriegst du ja nichts. Und wie gesagt, die Endermänner, die fange ich halt momentan und schmeiße in die Schmelze rein, um halt an Enderperlen zu kommen. Und irgendwann habe ich dann einen Enderman-Spawner, dann müssen wir irgendwann in die vierte Ebene runter. Ja, weil wir halt das alles brauchen. Weil, wie gesagt, dann brauchen wir auch die Coins, weil dann wollen wir definitiv mit Coins arbeiten, sobald es soweit ist. Ja, und das ist halt dann, ja, richtig, richtig schön. Feuer. Jetzt muss ich nochmal da drüben gucken, wie es da drüben ist. Also wie gesagt, dass da ein Baum drin ist, das wird es bei mir nicht so geben. Ich bin momentan beim Überlegen, ob ich so eine Art Lichthof mit reinbaue. Es kann sein, dass es bei mir das doch geben wird. Das war falsch. Achso. Genau, das heißt, ich muss jetzt dann auch wieder Marvel durchbrennen. Das wird auf jeden Fall für mich auch noch wichtig. Dass das auch noch läuft. Ja, aber das ist jetzt dann komplett gleich. Wie gesagt, Küche wird auf jeden Fall größer. Es wird eine Bar dran kommen. Dann wird noch ein kleiner Vorratsraum. Also das, ja,
Das werden wir dann alles beim nächsten Mal definitiv noch verfeinern. Schaut auf jeden Fall schon mal, finde ich, interessant aus. Soweit. Wie gesagt, Marvel bereite ich jetzt vor, dass wir jetzt den Rest machen, weil ich habe leider keinen mehr. Also durchgebrannten auf jeden Fall nicht mehr. Und ja, dann kann ich euch nur noch weitere Videos empfehlen, die wo gerade ja hoffentlich eingeblendet werden. Wenn ihr Fragen und sonstiges habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr die Folge für gut befunden habt, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.